bist du irgendwie bescheuert? Yes. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ist das ich brauch Hühnchen mit Reis! Hühnchen mit Reis! Aber doch nicht jeden Tag! Natürlich jeden Tag! Ich bin am Trainieren! Ich muss meine Arme aufpumpen! Mein Bauch! Sixpack! Ich habe heute mein Vietnam-Trikot an, es ist heute Cheat Day und wir probieren heute thailändische Snacks. Let's go! Ja, ich bin gerade eben vorhin durch einen 7-Eleven gelaufen bei mir um die Ecke und habe dann die ganzen exotischen Snacks gesehen, die ganzen Sachen, die es da zu probieren gibt, die ich teilweise noch nicht mal probiert habe. Und dann bin ich auf die brillante Idee gekommen, wieso mache ich darüber nicht ein Video, um ein paar Klicks abzustauben. So, brillante Glanzidee, habe ich direkt die Sachen eingekauft, bin hier direkt wieder zurück in meine Bude gekommen. Ich sehe voll weiß aus auf der Kamera. Ich bin auf jeden Fall zurück in meine Bude hier gekommen und habe überlegt, jetzt auf jeden Fall dieses Video aufzunehmen. Ich habe mittlerweile schon alle Sachen hier in meine Wundertüte reingetan und werde die jetzt auf jeden Fall eins nach dem anderen hier rausziehen und raussuchen. Bevor wir aber anfangen, Leute, vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen oder einen Daumen runter und auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Und dann fangen wir auf jeden Fall an, Leute. Mit dem ersten Produkt, mit dem ersten Snack. Dazu nehme ich hier meine Tüte, greife einmal rein und habe hier das erste Ding rausgeholt. Das Ganze heißt Spicy Sweet Tamarind and Sour Tamarind? Sweet and Sour Tamarind. Von diesem Tamarind-Zeug, ich blende euch mal hier eine Übersetzung ein, beziehungsweise was das genau ist. Von diesem Tamarind-Zeug essen die Thailänder auf jeden Fall sehr viel und sehr gerne. Ich muss sagen, das Ganze sieht ganz okay aus. Probieren wir das Ganze einfach mal direkt. Also das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr zuckrig. Warte, ich kann hier ein paar Mal davon rausholen und euch mal zeigen. So sieht das Ganze aus, wie so Rosinen mit Zucker. Probieren wir das Ganze mal. Ich glaube, das Ganze hatte ich schon mal probiert gehabt. Hat auf jeden Fall einen sehr eigenartigen Geschmack. Ist tatsächlich auch ein bisschen scharf, Leute. Ich sehe gerade, da ist so ein, über dem Zucker noch so ein rotes Gewürz drüber. Das ist auf jeden Fall Schärfe. Schmeckt auf jeden Fall eigenartig, weil das zum einen süß ist, aber zum anderen auch scharf. Meine Geschmacksnerven machen gerade einen Breakdance. Echt ganz, ganz, ganz verrücktes Zeug. Ich muss sagen, ich würde dem Zeug auf jeden Fall so eine 7 von 10 geben. So, was haben wir als nächstes? Ja, wenn das hier schon direkt so rausfällt. Rolled Seaweed, gegrillt Paprika Taste. Sieht einfach aus wie so ein Seaweed. Probieren wir das Ganze mal. Das habe ich noch nie probiert gehabt vorher. Das hat mich immer voll verschickt, aber ich dachte mir, wird mir auf jeden Fall nicht schmecken. Riecht auf jeden Fall nach ein bisschen Paprika tatsächlich. So sieht es aus. Zitane. Ja Mann, und dann würde ich da direkt einfach mal reinbeißen und das Ganze mal probieren. Schmeckt auf jeden Fall sehr, 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 sehr eigenartig und ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark gewürzt, Leute. Also man stellt sich das gar nicht so vor. Normalerweise, wie ich das aus Deutschland kenne, schmeckt das mehr so einfach nur nach diesem halt Grünzeug und mehr auch im Endeffekt nicht. Und das hier ist sehr geschmacksintensiv. Man spürt diesen Paprikageschmack raus und gerade eben, als ich meinen ersten Bissen gemacht habe, habe ich direkt diese Schärfe im Hals gehabt und musste da auch kurz heucheln. Ich glaube, so heißt es. Ja, Mann. Schon wieder. Nichtsdestotrotz schmeckt es auf jeden Fall gut, muss ich sagen. Wie so ein Chip. Ist aber auf jeden Fall viel zu wenig. Scharf. Und ich gebe dem Ganzen tatsächlich eine 7,5 von 10. Machen wir weiter. Korean Seaweed mit Taro Brand Fish Snack Korean Seaweed Flavored. Soll auf jeden Fall Omega 3, 6 und 9 haben und noch ganz viele andere Sachen. Schauen wir mal, wie das schmeckt, ohne viel zu labern. Das hier habe ich, glaube ich, auch noch nie vorher probiert gehabt. Davon gibt es auch noch mal eine rote Variante mit Paprika. Die hatte ich probiert gehabt, aber ich glaube, diese keine Ahnung, was für ein Geschmack das ist, aber diese Variante habe ich auf jeden Fall nicht probiert. Machen wir das Ganze mal auf. Jawohl. Ja, man ist halt im Endeffekt stinknormales Seaweed. Probieren wir das Ganze mal. Hopp. Ja.
Das hier schmeckt schon eher wie dieses Seaweed, das wir aus Deutschland kennen. Das ist nicht so geschmacksintensiv wie das davor. Auch nicht so gewürzig. Fühlt sich auch teilweise so an, als würde ich auf Papier rumkauen. Komische Konsistenz auf jeden Fall. Aber kann man machen. Kann man machen. Ist nicht schlecht. Ist aber auch nicht mein Favorite. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen eine 7 von 10. Wieder was Fischriges. Quid Seafood Snack. Ja man, super spicy Seafood, da anscheinend Tintenfisch sein. Noch nie probiert gehabt vorher. Probieren wir es gemeinsam. Aha. Das Ganze sieht so aus. Ist auf jeden Fall so ein bisschen klebrig. Einfach wenn ihr jetzt so einen Chip nehmen würdet, den für 3, 4, 5 Tage da liegen lassen würdet, dann würde er sich genauso anfühlen, klebrig und so ein bisschen matschig. Aber beißen wir mal rein, probieren wir das Ganze mal. Der Geschmack ist auf jeden Fall schon komisch, ist auf jeden Fall scharf. Man spürt den Zitronengeschmack raus, man spürt den Tintenfisch raus. Und ich muss sagen, dieser Tintenfischgeschmack ist auch echt nicht meins. Und ich sehe gerade hier auf der Rückseite der Verpackung, wird einfach empfohlen, dass man dieses Ding nimmt und in seine kalten Getränke reindippt. Das heißt, wenn man eine kalte Cola hat oder so, soll man diesen salzigen Tintenfisch da reindippen. Wirklich Sachen gibt's, ey. Verrückt. So. Wir lassen uns aber nicht ablenken und machen auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Produkt. Ach übrigens, das hier kriegt auf jeden Fall von mir eine 6 von 10. Weiter geht's. So, wird jetzt Zeit für ein Getränk zwischendurch. Dafür habe ich mir jetzt dieses Nata de Coco with Basil Seed gekauft. Da sind auf jeden Fall so Stücke, so Samen und so Gelee, was darum schwimmt. Sieht auf jeden Fall nicht so geil aus. Aber probieren wir das einfach mal. Riechen tut es auf jeden Fall neutral. So sieht das aus. Sieht man das? Ich muss sagen, ein bisschen nasty auf jeden Fall. Aber ich probiere das einfach mal. Das probiere ich tatsächlich auch zum ersten Mal. Ja, das Licht ist hier gerade ausgegangen von meinem Ding. Einen Moment. So, da sind wir auf jeden Fall wieder live von der Farbe. Ich mag es nicht so mit diesen Stückchen da drinnen. Das Gelee schmeckt auch, also es hat Kokosnussgeschmack, aber ist wirklich nicht meins, Leute. Ich weiß auch nicht, wie man das trinken soll, wenn da dauerhaft solche Stücke drin sind. Ja, also fühlt sich an wie Wasser, Kokosnusswasser mit Wackelpuddingwürfeln drinnen. Und genauso wie sich das anhört, genauso schmeckt es auch. Dementsprechend ist das Ganze von mir maximal eine 5 von 10. Ja, Mann. Weiter. Ja, ey Leute. Ja, Leute, meine Kamera hat sich gerade überhitzt. Dementsprechend wurde die Aufnahme gerade eben abgebrochen. Ich habe gerade in der Zwischenzeit diesen Gelee-Getränk-Joghurt. Sorry. Gefinished. Ja, aber wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Produkt. Ja, Mann, Sushi. Das wird tatsächlich genau so mit ganz, ganz, ganz viel Plastik, um ganz, 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 ganz heftig der Umwelt zu schaden, wird das so im 7-Eleven verkauft. Ist auf jeden Fall ganz cool als Snack für zwischendurch, aber ist auch ganz verschickt verpackt. Probieren wir das Ganze mal. Boah, Remix. Man muss sich hier das Ganze sogar selbst basteln. Okay, also Schritt 1, das abziehen. Schritt 2, das abziehen. A few moments later. Das Ganze hier hin tun und dann einfach, oh, und dann einfach rollen, Leute. Und dann einfach einrollen. Sieht man das? Ja, Mann. Sieht man das? Ich habe gerade das erste Mal meine eigene Sushi gecraftet. So sieht es aus. Fokussiere doch da drauf. Ja, Mann, ich glaube, ihr habt es auf jeden Fall verstanden. Das ist auf jeden Fall so eine Sushi-Rolle mit Krabbensticks-Flavor, glaube ich. Oh. Und schon verschickt, dass man dann einfach quasi sich so eine eigene Sushi-Rolle basteln kann und die dann quasi als Snack zwischendurch für, ich glaube, das Ganze hat 10 Baht gekostet, also für 20 Cent oder so, sich das quasi gönnen kann. Schon wieder dieses scharfe Gewürz. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall wie ein ganz normaler Mensch diese Sushi reinpfeifen. Das ist geil. Schmeckt killer. Ich bin Fan von Sushi. Hier sieht man nochmal die Konsistenz. Zu helles Licht. Wenn ihr auf jeden Fall euer Sushi auch genauso esst wie ich, dann gebt auf jeden Fall ein Like auf das Video. Nächstes Produkt.
Ja, Mann. Chewy Jelly Eis. Sieht man das? Ja, Mann, das ist auf jeden Fall so ein ganz verschicktes Thema hier in Thailand. Und zwar dieses Gelee. Die Thailänder mögen auf jeden Fall voll viele Sachen, die so Gelee-artig sind. Und an sich muss man sagen, mag die thailändische Bevölkerung ihr Essen sehr, sehr, sehr geschmacksintensiv. Das heißt, wenn sie etwas scharf haben möchten, dann möchten die das komplett scharf haben. Und wenn sie das halt irgendwie süß haben möchten, dann möchten die das komplett süß. Und dann übertreiben die auf jeden Fall mit dem Zucker. Aber bei denen ist es auf jeden Fall was ganz anderes, weil die sind anscheinend zuckerfrei und haben insgesamt auch nur auf die gesamte Verpackung 150 Kalorien. Probieren wir das Ganze mal direkt aus. Das ist auch so ein Thema hier in Thailand, Leute. Das ist auf jeden Fall der Plastikverbrauch, weil in dieser Plastikverpackung waren hier nochmal 6 weitere solche Gelee-Beutel verpackt. Man kann hier oben den Kopf abziehen. Und dann kann man sich hier direkt das Gelee, boah, seht ihr das? Sieht man das? Mhm, boah. Boah, ich muss sagen, Leute, das schmeckt auf jeden Fall wirklich gar nicht geil. Von der Konsistenz ist es auch auf jeden Fall ganz komisch. Als würdet ihr einfach so Wackelpudding aus so einer Plastiktüte einfach raussaugen. Voll künstlich, chemisch, süß. Echt nicht geil, muss ich sagen, Leute. Das Ganze kriegt von mir eine 4 von 10, würde ich sagen. Nächstes Produkt. So. Als nächstes, Leute, ein Getränk aus dem Kühlschrank. Acai Berry Lutein und 2EX2Xen High Vitamin A. Acai Berry Flavor Getränk. In so einer aluminium-metallischen Verpackung, sage ich mal. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ein Magerquark oder so ein Joghurt sein wird, der da drin ist. So wie Fruchtzwerge, denke ich mal. Probieren wir das Ganze mal. Mmh. Mmh. Leute, das ist auf jeden Fall auch wieder Gelee. Und auf jeden Fall sind auch wieder Stückchen in der Flüssigkeit. Ja, schmeckt auf jeden Fall auch komisch. Dieser Acai Berry Geschmack und dann hat man da auch wieder so kleine Stückchen drin, so kleine Gelee-Stückchen. Schmeckt auch auf jeden Fall sehr künstlich, chemisch, süß. Ich muss auch ehrlich zugeben, nicht übertrieben mein Geschmack. Besser als das davor. Ja, das kriegt von mir vielleicht so eine 6 von 10 maximal. Nächstes Gericht. Produkt. Oh. Leute, hier haben wir auf jeden Fall thailändische M&M's mit... Ich bin so hängen geblieben, natürlich nicht M&M's, sondern wie heißen die nochmal? Thailändische Knickknacks, nicht M&M's, Knickknacks mit Wasabi-Geschmack. Machen wir das Ganze mal auf. So sieht das aus. Riecht nach stinknormalen Knickknacks. Und mal schauen, ob mir das jetzt meine Geschmacksnerven wegbrennen wird oder nicht. Rein da. Boah, Leute. Das geht auf jeden Fall komplett in die Nase, wie als würde man Senf essen. Logisch, ist ja auch Wasabi. Also auf jeden Fall sehr intensiv. Ja, ich muss sagen, da ich so ein Masochist bin, gefällt mir das tatsächlich. Boah. Vom Geschmack irgendwie schon. Finde ich geil. Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied zu den Deutschen. Deswegen kriegen die von mir auf jeden Fall eine 8 von 10. Und während ich gerade zu dem nächsten Produkt rübergehe, möchte ich euch daran erinnern, Leute, dass nach wie vor 80% von euch dieses Video schauen, ohne den Kanal zu abonnieren. Leute, wenn ihr den Kanal schon nicht mal abonniert, dann lasst auf jeden Fall wenigstens ein Like auf das Video da oder ein Dislike und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr so eine Art von Videos findet. Dann kann ich auf jeden Fall weitere solcher Videos machen. Wir machen auf jeden Fall aber weiter mit dem nächsten Produkt. Gehen wir diesmal mit einem Getränk. Und zwar haben wir hier die grüne Coca-Cola. Ich habe das Ganze tatsächlich noch nie probiert, weil ich einfach kein Fan von Cola bin und einfach kein Cola trinke in meiner Freizeit und erst recht keine grüne Cola. Aber jetzt passend zum Video habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu probieren. Grüne Coca-Cola haben wir so nicht in Deutschland, wenn ich mich richtig daran erinnern kann. Und ich übersetze mal ganz kurz, was für ein Geschmack das hier ist. Kotze oder was weiß ich. So, Moment. Keine Kalorien. Geil. Super. Falls ihr euch fragt, was für ein Geschmack das hat, kein Zucker, keine Kalorien. Dankeschön. Ich werde doch behindert. Wieso steht da nicht, was für ein Geschmack das hat? Lime Flavor. Ich bin so hängen geblieben, Leute, wirklich. Hier.
hier steht Lime Flavored. Auf jeden Fall Limetten, Zitronengeschmack, Coca-Cola. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben vorher probiert. Machen wir das Ganze mal auf. Achtung, Satisfying Dosenöffnung. Digga. Nice. Ja, Mann. Ich glaube, das wird was, Leute. Ich find's geil, Leute. Ich find's echt geil, muss ich sagen. Alles, was halt mit Limette, Zitrone im Getränk zu tun hat, trinke ich sehr gerne. Ja, für eine Cola finde ich das tatsächlich auch ziemlich geil. Ich trinke ja persönlich eigentlich nie Cola und mag eigentlich keine Cola. Dafür schmeckt es auf jeden Fall ziemlich cool und ziemlich lecker. Und ich würde dem Ganzen, glaube ich, eine 7,5 von 10 geben. Einfach, weil ich kein großer Fan von Cola bin. Aber wenn ich Cola trinken würde, würde ich auf jeden Fall die grüne thailändische Zitronen-Limetten-Cola trinken. Approve. Und nichtsdestotrotz sind wir jetzt auf jeden Fall durch mit dem Video, Leute. Ja, ich werde auf jeden Fall den Abend ausklingen lassen und mir wahrscheinlich irgendeinen geilen Film reinziehen und dabei diese ganzen Snacks fressen, die ich auf jeden Fall gekauft habe. Und glaubt mir, Leute, ich werde auf jeden Fall alles essen, was ich gekauft habe. Darum müsst ihr euch auf jeden Fall gar keine Sorgen machen. Ansonsten gibt es im 7-Eleven noch haufenweise andere exotische Snacks, Süßigkeiten, Gebäcke, Fingerfood und alles Mögliche. Und das, was wir heute gesehen haben und getestet haben, war nur ein Bruchteil von dem, was er eigentlich noch so alles gibt. Dementsprechend, wenn euch sowas interessiert, Leute, und wenn ihr noch so eine weitere Folge davon sehen wollt, dann lasst mich es auf jeden Fall wissen. Schreibt mir eure Empfehlungen, Meinungen und Anregungen zu dem heutigen Video auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid, ob ich das nächste Video aufnehmen soll oder nicht. Naja, ehrlich gesagt werde ich das so oder so auf jeden Fall aufnehmen. Aber schreibt es auf jeden Fall trotzdem in die Kommentare für den YouTube-Algorithmus, damit das Video auf jeden Fall öfters gesehen wird, mehr Klicks bekommt und ich auf jeden Fall mehr Geld verdienen kann. Das wäre auf jeden Fall super, Leute. Ich danke euch auf jeden Fall. Mein Licht ist jetzt auf jeden Fall auch ausgegangen. Abonniert mich! Meine Kamera ist gerade schon wieder ausgefallen, Leute. Boah, diese ganzen Snacks sind auf jeden Fall echt ein Remix in meinem Magen.